Martin Bruckner, der SK Rapid hat einen neuen Cheftrainer mit Ferdinand Feldhofer. Warum ist die Wahl auf den Ferl gefallen? Wir haben einen sehr langen und wirklich professionellen Auswahlprozess gehabt. Wir haben genau gewusst, welche Persönlichkeit wir suchen, wie dieser Fit mit unserem Verein sein soll. Und am Ende des Tages, wir haben uns die Arbeit oder diese Entscheidung nicht leicht gemacht, ist dann gemeinsam die Entscheidung gefallen, dass wir mit dem Ferdinand Feldhofer einen Trainer haben, der genau auf unser Profil passt. Und ja, er ist halt ein Ex-Rapidler. Es ist ein für mich auch ein gutes Signal, jemanden, der auch eine Meisterschaft entschieden hat, als Trainer zu haben. Aber grundsätzlich, es war eine fachlich fundierte Entscheidung und der Trainer ist einfach der Beste, der Ferdinand, der da rausgekommen ist. Ja, wir freuen uns, dass wir Ferdinand Feldhofer als neuen Cheftrainer beim SK Rapid begrüßen dürfen. Wir haben, wie es üblich bei einem derartigen wichtigen Prozess ist, natürlich ein Anforderungsprofil definiert, darauf aufbauend eine entsprechende Longlist erstellt, Sondierungsgespräche geführt, daraus wurde dann die Shortlist und aus den Hearings ist dann Ferdinand Feldhofer als Nummer 1 herausgegangen und dann haben wir in einem nächsten Schritt, als wir eine inhaltliche Einigung erzielen konnten, auch eine Einigung über den Vertrag erzielen können, das heißt, das, was da und dort kolportiert wird, es ging um eine günstigste Lösung, ist definitiv falsch, in allen Gesprächen ging es immer um Inhalte und unser Bestreben war, die bestmögliche Lösung zu finden, günstiger wären vielleicht andere Kandidaten gewesen, aber das war nicht das Kriterium, sondern gerade die Trainerpersonal ist eine ganz, ganz wichtige und wenn es nun darum geht, den Club weiterzuentwickeln, ist natürlich auch wichtig, dass sich Ferdinand mit der strategischen Ausrichtung des Clubs identifizieren kann. Das heißt natürlich auch Schwerpunkt Nachwuchs. Ich meine, wir investieren 3 Millionen rund jährlich in die Nachwuchsarbeit. Da ist auch unser Ziel, dass wir immer wieder Spieler in die Kampfmannschaft entwickeln können. Mich hat auch persönlich sehr beeindruckt sein strukturiertes, prozessorientiertes Denken und Handeln. Da hilft ihm sicherlich auch die Erfahrung in der Privatwirtschaft und sodass auch seine Innovationsbereitschaft, auch die Auseinandersetzung mit neuen Methodiken und Möglichkeiten, all das zusammen eben schon auch als ein Vertreter der modernen Trainergeneration macht und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das war ein sehr langwieriger Prozess, sehr intensiv und wir haben sehr viele Trainerkandidaten gehabt auf unserer Liste, nicht nur national, sondern international aus verschiedensten Ländern. Und diese Kandidaten natürlich auch sehr genau durchleuchtet. Und Ferdinand Feldhofer hat uns einfach überzeugt davon, wie er den Fußball sieht, was die Philosophie betrifft, was die Entwicklung junger Spieler betrifft, hat das einfach gepasst und dann ist nur dazu gekommen, dass wir ein gutes Gefühl füreinander entwickelt haben und das alles in allem, ohne jetzt genau ins Detail gehen zu wollen, hat uns dazu veranlasst, uns für den Ferdinand Feldhofer zu entscheiden. Warum ist diese Entscheidung jetzt doch noch vor Weihnachten gefallen? Gute Frage. Wir wollten natürlich auch Klarheit schaffen. Ja, und für uns war es einfach so, dass wir überzeugt sind, dass wir die Entscheidung getroffen haben, auch aus vollster Überzeugung. Und deshalb wollten wir nicht länger um ein Dumm gurken, sondern erstens einmal diese Entscheidung auch unseren Fans bekannt geben. Und als nächstes hat der Ferdinand Feldhofer so wie er halt brennt, auch halt mit dem heutigen Tag seinen Arbeitsantritt gehabt.